Sei willkommen im Gasthaus zum Rollenden Würfel, dein Zuhause für Fantasy-Entertainment wie Impro-Hörspiele, Podcasts und vielem mehr. Wie ich wurde, was ich bin, ist der Bericht eines Erzählers, dessen Namen niemand kennt, der heute noch lebt. Unseres Erzählers. Nur zu, kommt heran. Setzt euch. Und lauscht, was nicht in Vergessenheit geraten darf. Wo war ich? Vier Helden sollten es also sein. Ein Zwerg, eine Frau, ein Thulamide und ein Mörder. Nun ja, Helden. Ob von Schiff oder aus dem Garten eines toten Granden kommend, ob aus der zahnlosen Zwergin oder sonst wo in Al-Anfa, die Fäden des Schicksals würden auch diese fragwürdigen Gestalten gewiss zusammenführen und auf ein Abenteuer schicken. Denn davon handelt unsere Geschichte schließlich, wie ich wurde, was ich bin. Die Rabenkriege. Boron steh uns, ihnen, ja, ihnen bei. Seid gegrüßt im Gasthaus zum Rollenden Würfel. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Wir sind es auch. Wir freuen uns schon wieder, mit euch zusammen zu spielen. Denkt dran, am Ende dieser Folge gibt es ein kleines Gewinnspiel. Also nicht verpassen. Doch zuvor machen wir das, was wir am liebsten tun. Wir spielen eine Runde. Und deswegen verschwenden wir auch keine Zeit, sondern springen direkt rein ins Geschehen nach Aventurien. Denn wir haben noch einen kleinen Prolog abzuschließen mit Janka. Janka, deine Heldin Ayla, die sitzt an einem Tisch in der Schenke zum zahnlosen Zwerg. Ayla massiert ihre Muskeln, macht sich gerade startklar, denn es steht eine Runde Armdrücken an. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte sprechen? Ja, mir kam nämlich so durch die ganzen Biere, die ich schon getrunken habe, dass ich ein bisschen versetzt bin mit meinem Gedankengang und kurz vor diesem spannenden Kampf fällt mir ein, vielleicht war diese Ansage von dieser Frau bezüglich Mannschaft, Armee, vielleicht war das ja irgendwie so meine Truppe, hätte ich da jetzt was... Hätte ich da doch hingehen müssen. Aber gut, ich will mich jetzt nicht ablenken mit diesem Gedankengang, der so um 10 Stunden versetzt ist. Bin startklar für den Kampf und will auf gar keinen Fall verlieren, weil dann heißt es ja ein Kuss. Okay, ich bin startklar. Aylas Gegner nennt sich Rodrigo. Rodrigo hat gerade schon gekämpft. Und er freut sich schon so ein bisschen auf das Duell gegen eine Frau. So, der Kuss, der ist mir faktisch schon sicher. Lässt er seine Finger knacken. Also dann, soll ich meine starke oder meine schwache Hand nehmen? Die stärkste, die du hast. Ich versuche gerade so die Spiegelverkehrte. Damit ja. Das wäre aber meine Schwache. Verdammt. Okay, dann so. Okay. Schaffe ich ja mit links. Und alle anderen jubeln schon Rodrigo zu und freuen sich schon. Und du merkst schon, das Publikum ist ein bisschen, ist noch nicht so auf deiner Seite. Möchtest du irgendwas noch tun, bevor es losgeht? Ich würde noch einmal zu mir selbst beten und sagen, Rondra, sei mit mir. Okay. Ah, jawohl, sehr gut. Und dann würfeln wir jetzt abwechselnd eine Probe auf Kraftakt. Und immer der mit den höheren Qualitätsstufen, der gewinnt die Runde. Und wer am meisten von 3 Runden gewonnen hat, also mindestens 2 von 3 Runden gewonnen hat, die Person gewinnt den Kampf. Okay? Okay, hier kommt meine erste Probe auf Kraftakt. Ja.
Ah, Qualitätsstufe 3. Oh, okay. Dann kommt jetzt mein Wurf. Ah, verdammt. Du hast mehr Qualitätsstufen. Rodrigo fängt an zu zittern. Er merkt so langsam. Oh, da ist aber mehr Druck dahinter, als er gedacht hat. Tja. Jack, du bist dran. Oh, schon wieder? Oh, okay, yes. Okay. Das wird kräftig. Nächster Wurf. Ich ihm den Arm, Eiler. Qualitätsstufe 2, verdammt. Eiler ist immer stärker. Oh nein. Ich bin immer noch. Und es ist schon kurz davor. Ich habe ihn schon kurz vor dem Tisch, ja? Komm nochmal rein. Oh, das ist ja wirklich... Okay, kräftiger als gedacht. Ja! Au, au, au. Wer seid ihr? Eiler, nenn mich einfach nur Eiler. Und deinen Kuss, den kannst du dir sparen. Wollte ich eh nicht. In dem Moment, als du gewinnst und die Leute applaudieren und jubeln und klatschen dir auf die Schulter voller Respekt. So, den hast du es aber gezeigt. Ja, und, trotz Bierintus. Genau. Gerade deswegen. Münzen wechseln ihre Besitzer. Und in dem Moment packt dich eine Hand auf der Schulter, zieht dich so ein bisschen hoch und du drehst dich rum und das ist die Stadtwache. Sorgt ihr also hier für diesen Tumult? Mitkommen. Okay. Dieser Tumult hier ist aufgelöst. Zerrt dich so mit. Holt dich da so raus vor das Gasthaus. Geht so ein bisschen zur Seite mit dir. So. Geht es euch gut? Alles in Ordnung? Vorher ging es mir gut, aber jetzt meine Schulter. Mann, sie haben aber noch einen Griff drauf. Boah. Hattet ihr nicht die Information bekommen, euch ruhig zu verhalten? Keine Aufmerksamkeit zu erregen. Oh. Nein. Okay. Ist gut. Die Cavaliera kann euch jetzt empfangen. Oh. Ich führe euch zu ihr. Und es ist natürlich auch Habayo in Stadtwachenuniform. Umtriebiger Dude. Umgängiger Dude. Genau. Mhm. Der immer zu anderen Zeiten an unterschiedlichen Orten war in Anfa. Und er führt dich schon mal zu einem Gebäude. Danach verschwindet er, beziehungsweise besser gesagt auf ein Dach eines Gebäudes. Verschwindet er, kommt Stunden später wieder mit anderen Personen, die hier anwesend sind. Auf dem Dach führt er euch über eine geheimen Tritt über eine Mauer und so weiter, ein bisschen heimlich weiter. Und jetzt springen wir an eine andere Stelle, ganz in der Nähe, nämlich zu Angrosch. Angrosch selbst befindet sich nämlich auch nahe dieser Mauer. Er befindet sich allerdings am Tor und der gute Wachsoldat, der Gordo, der Boronrufer hat gerufen und Gordorf nimmt dich jetzt zu sich. Kommt mit, wir müssen jetzt mal unsere Patrouille machen. Ja, richtig, Patrouille. Ja, genau. Ja. Also kommt mit rein und er schließt das Tor auf, macht die Tür auf, nimmt dich mit rein und du siehst natürlich erstmal so eine Art Tordurchgang. Ihr seid ja quasi unter dem Vorgebäude. Und hinter dir schließt er das Tor wieder zu. Aus Sicherheitsgründen, ihr wisst schon. Und ja, soll ja niemand, der nichts damit zu tun hat, aufmerksam werden, ne? Genau. Und der Cavaliere soll auch nicht abhauen. Und so geht er durch dieses Tor hindurch. Und vor dir eröffnet sich erstmal ein großzügiger Garten mit allerhand verschiedenster tropischer und subtropischer Pflanzen, sehr schön gepflegt, wunderbar in Ordnung. Und dann circa 20 Schritt weiter nach hinten
siehst du dann eine Art U-förmiges Gebäude mit einem wunderschönen verzierten Haupteingang. In der ersten Etage gibt es so eine Art Säulengang, so ein bisschen, ich würde mal sagen, irdisch könnte man sagen, so ein bisschen griechische Säulen aufgebaut, sodass man eine Art Terrasse auf der ersten Etage hat und diese Säulen stützen ein kleines Vordach, damit man, während man auf der Terrasse ist, auch nicht so von der Sonne geblendet wird, natürlich. Und der Gordo, der gute Mann, der fängt jetzt an, mit dir so im Garten entlang zu patrouillieren. So, guck mal hier, was die reiche Trulla hier alles über Pflanzen hat. Ja, sie hat es sich schon einiges kosten lassen, wenn ich mir das hier so angucke. Wenn ich da an die Zeiten in den Gruben erinnere. Wir hatten nichts außer Ratten am Spieß und den Kakerlaken in unseren Zellen. Ja. Schrecklich. Was wird das jemand wie euch sowas erleben musste? Ach, in den Anfangszeiten, als ich noch nicht der große Star der Arena war. Ja, aber das vielleicht ein anderes Mal. Schick. Ey, ich hab... wir müssen mal weiter. Ja, da hinten rum. Hast du möchtest du irgendwas machen? Naja, ich guck mich eigentlich eher um, ob irgendwelche Gestalten da sind, die mich sehen könnten. Also sind wir alleine hier in dem Garten, oder? Ja, du siehst gerade niemanden weiter. Gut, dann spreche ich dem Gordo und würde ich einfach noch eine Frage stellen. Mhm. Sag Gordo, die Cavalieri, sind dort Wachen postiert? Ist sie oder wohnt sie hier in diesem Apartment als Gefangene? Ja, die wohnt da drin mit ihren Sklaven halt, aber die darf nicht raus. Also die Sklaven. Hausarrest. Hausarrest. Ja, genau. Ich verstehe. Ja. Die Sklaven müssen halt dafür sorgen, dass die immer ein bisschen Versorgung, Lebensmittel und so kriegt, aber sie selber darf nicht raus. Also die Wache muss großes Vertrauen in euch beide setzen, dass ihr als einzige Wachen hier vor diesem Palast aufgestellt seid, um so eine wichtige Person zu bewachen. Nein, wir sind nicht die Einzigen. Draußen patrouilliert da auch noch eine Truppe aus 2 Leuten. Aber wir wechseln uns ab und zu ab. Also es ist ganz schön personalaufwendig. Ihr wisst ja, in den Zeiten jetzt gerade hier, was so los ist. Ja. Eine Menge Personal wird gebraucht. Ja. Ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Das guckt ja gerade keiner. Hier, die Pflanze, die sieht teuer aus, ne? Ja. Und stellt er sich hin und lässt seine Hose ein bisschen runter. Was macht ihr da? Na, ich dünge die Pflanze. Und er fängt an, die Pflanze an zu pinkeln. Nun, ich muss gerade nicht. Naja, soll ich vielleicht schon mal einfach weitergehen? Moment, gleich fertig. So, macht er sein Geschäft fertig und jetzt geht er weiter mit dir. Naja, merkwürdig. Also ich weiß ja nicht. Naja, das tut der Pflanze gut. wenn ihr das sagt, Gordo, ich wusste gar nicht, dass ihr auch Gärtner seid neben eurem Hauptberuf als Wachmann. Naja, das ist mein zweites Standbein. Naja, ein drittes habt ihr ja nicht gerade, wie ich gesehen habe. Von daher. Jugendfrei, bitte. Ja, also, er meinte, also wir dürfen ja nicht rein ins Gebäude, ne? Wir machen jetzt hier die Runde und dann müssen wir wieder raus. Ach so. Ja. Guck mal, Gordo, was ist denn das da hinten an der Mauer? Was meint er da drin? Also er dreht sich gerade um, ja? Ja. Und guckt nicht in meine Richtung. Dann schlage ich ihn von hinten K.O. Ja, dann mach mal eine Probe auf Raufen. Ja, mach ich. Mit meinem Dolchknauf, würde ich sagen. Das ist vielleicht die sanfteste Methode. Hau rein. Öffentlicher Wurf. Hoppala! Ich würde behaupten, er ist K.O. Jawohl. Ja, Nico, du hast gerade eine Stadtwache... Ja, ich war ein bisschen unüberlegt, aber ich bin in Panik geraten, weil er mich nicht reinlassen wollte in dieses Haus. Ich gucke mich erstmal ganz verstohlen um, ob das irgendjemand mitbekommen haben könnte. Also ich hoffe, er hat mich geschrien, als er ohnmächtig geworden ist. Nee. Gut, dann
nehme ich ihn, und ich bin ja ein sehr, sehr kräftiger Dude, ja, und schleife ihn mit mir zum Eingang. Also zu dieser großen Villa, da ja. hast du ja geschrieben, zu diesem Portal, schleife ja. ihn dahin mhm. und rüttel an der Tür oder guck, ob die Tür aufgeht. Ja, du rüttelst an der Tür, dann hörst du Schritte innen. Ah ja, und okay. Es öffnet eine Magd etwas leicht auf irdische, in der Welt würde man sagen, asiatischem Aussehen. Asien gibt es an Aventurien nicht, deswegen würde ich mal eher sagen, so welches, ja, okay. Östliches Aussehen. Und ja, die öffnet die Tür und sie ist ganz erschrocken, als ja. sie dich sieht. Ruhig, ruhig. Alles gut, alles gut. Er ist ausgerutscht und hingefallen und hat sich den Kopf gestoßen. Ich bin im Auftrag meiner hohen Lady Illyrica hier und ich soll die Cavalieri treffen. Aber dieser Wachmann wollte mich nicht zu ihr lassen, weil sie eine Gefangene ist, eine Gefangene des Imperiums. Ich wusste mir nicht zu helfen und so ist er hingefallen und hat, glaube ich, demnächst ein paar üble Kopfschmerzen. Sagt, könnt ihr mich einfach zu der Cavalieri bringen, weil ich die leeren Augen sehe. Sie versteht, glaube ich, gar nicht, worum es geht. Wie kann er hingefallen sein? Nun, er ist hingefallen und ich deute so einen Kopfschlag an mit dem Dolch auf den Hinterkopf. Bist ihr hingefallen? Ja. Zwinker, zwinker. Es ist sehr glatt. Ja. Das schwüle Wetter, die feuchten Steine, die Blumen wurden gegossen. Er ist hingefallen. Aber ihr... Werte Dame, nun lasst uns doch erst einmal hereinkommen. Die hat schon ein bisschen Angst, ne? Du wirkst schon ein bisschen wie eine Bedrohung für sie. Ist okay. Ich bin ein Freund der Familie. Seid unbesorgt. Sagt einfach der Cavalieri, dass ich da bin. Mach mal eine Probe auf Überreden. Scheiße. Oh, und das auch noch als Unfreier. Ah. Nein. Na gut, sie ist auch Sklavin. Also von daher ist. Achso, da zählt es nicht, stimmt. Nee, da zählt es nicht. Du siehst in ihren Augen, dass sie glaubt, du bist eine Bedrohung und du willst jetzt gerade hier alle umbringen. Sie weicht so, versucht die Tür zuzumachen. Ich. Gib ihr einen sanften Schubs und dräng mich in die Tür. Und mach aber gleichzeitig und lass den Wachmann im Eingang erstmal zu Boden plumpsen. Keine Aufregung, ich bin nicht hier, ich bin keine Bedrohung für euch. Sagt euer hohen Lady Cavalieri einfach Bescheid, dass ich hier bin, im Auftrag der hohen Lady Illyrica. Und macht schnell, bei Gott, Kind. Hört auf zu zittern, ich tue euch nicht. Und sie rennt die Treppe hoch. Ganz schnell. Es sind einfach nirgendwo mehr gute Diener zu finden. Und dann schleife ich erstmal den Wachmann hinter die Eingangstür. Guck nochmal nach, ob das irgendjemand mitbekommen hat. Da ist niemand. Dann schließe ich die Tür und lehne den Wachmann erstmal an die Eingangstür. Und stell mich daneben hin und warte. Okay. Kurze Zeit später kommt diese Magd zurück und kommt die Treppe runter. Und sagt, meine Herrin hat gesagt, sie erwartet euch bereits. Habe ich doch gesagt, Mädchen. Es entschuldigt mein Auftreten. Ihr wirktet... Ich weiß. Vielleicht kennt ihr mich ja sogar. Vielleicht habe ich euch deshalb Angst eingeflößt. Angrosch, der Amboss aus der Arena. Oh, ihr wisst schon. Ich darf nicht in die Arena. Ist verboten. Ach, Mädchen. Nun, sagt mir, bevor wir zu eurer hohen Lady gehen, habt ihr eine Abstellkammer? Irgendetwas, wo wir den Hingefallenen erst einmal aufbewahren können, dass er nicht gleich Alarm schlägt. Soll ich ihn kühlen, Kopf kühlen? Kopf kühlen, nein, ihr versteht, glaube ich, immer noch nicht. Ach, wisst ihr was, wir nehmen ihn einfach mit. Und ich nehme die Wache, schmeiß mir die Huckepack über die Schulter und bringt mich zu der hohen Lady.
Los, Mädchen, los. Der Typ wiegt ganz schön viel. Sie trippelt die Treppe hoch. Du folgst ihr. Ach, ist auch noch eine Treppe hoch. Ja, mein Gott, was kriegen die hier zu fressen? Damals in der Arena gab es nichts außer Ratte am Spieß. Das sind Menschen. Diese Tausendfüßler. Die sind noch ein bisschen größer. Verdammt doch mal! Okay. Unser stärker Zwerg schleppt gerade eine Stadtwache die Treppe empor. Die Magd Oda öffnet eine reichlich verzierte Holztür in einen großen, ich sag mal, Empfangsraum. Dieser Raum ist sehr prunkvoll ausgestattet mit wunderschönsten Verzierungen an der Wand, so kleine Vertiefungen in der Wand, in denen so schöne Statuen stehen, die Wein trinken und sich irgendwelchen Gelüsten hingeben. Es gibt sehr große Panoramafenster, die sogar mit Glas ausgestattet sind, sehr wertvoll hier. Ihr seht einen großen Tisch, an dem durchaus diniert wird. Ihr seht auch eine Sitzecke mit Polstermöbeln, sehr reichlich ausstaffiert und verziert. In dieser Sitzecke, da sitzen nicht nur unser Kadim, nein, daneben sitzt auch Ayla und Tristan. Dahinter diesem, ich nenne es jetzt mal Sofa, steht in Hab 8 Habayo, der Sklave. Und auf einem, ich sag mal, so eine Art Sessel, etwas seitlich dieser Sitzgruppe, sitzt eine vornehme Dame, sag ich mal, mittleren Alters, blondes, langes Haar, mit einer Schleife hinten zurecht gemacht. Sie hat ein blaues, wallendes Kleid an. Sie hat einen blauen Fächer in der Hand, mit dem sie sich immer so Luft zufächert. In der anderen Hand trägt sie ein Weinglas. So sitzt sie da, so vornehm, da auf ihrem Sessel und lauscht, was ihr gerade so erzählt habt. Auf dem Tisch vor euch liegt so ein paar, sag ich mal, Notizen aus, mit denen sie sich euch schon ausgetauscht hat. Zuweilen. Und gerade als die Tür aufgeht, blicken alle in Richtung der Tür und zu Oda, und Oda weist in die Richtung, als Angrosch mit einer Stadtwache reingestapft kommt. Oh. Hallöchen. Hohe Lady, werte Herren und Damen, komme ich ungelegen? Nein, ich hatte durchaus mit euch gerechnet, aber nicht in Begleitung. Ja. Was soll das? Es gab da ein kleines Malheur im Garten. Er ist ausgerutscht auf den nassen Fliesen vor der Treppe und hingefallen. Ich verstehe euch. Ich hatte heute auch keine gute Begegnung mit Soldatin. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich mit ihm tun soll. Und jetzt, ja, hier ist er. ich lege ihn einfach mal ab. Pack ihn auf den Boden. Nun, Habayo, könnt ihr euch... Und Habayo nickt nur kurz und dann geht er zu der Stadtwache und schleift die so an den Füßen raus. Ja, hat Dank. Und Entschuldigung für die Umstände. Ich stehe auf, gehe zu ihm, verbeuge mich. Kadim al-Orhima ibn Jafar. Angenehm. Ja. Sei es gewohl. Kadim Angrosch. Ah, Angrosch. Schön, aber Sie kennen. Wie ist euer Name? Angrosch, das sagte ich bereits. Euer Name ist Angrosch. Ja, selbstverständlich. Gott, Angrosch. Welcher Gott? Ingrim, euer Gott, euer Zwergengott. Ah, Ingrim.
Wieso? Was hat das miteinander zu tun? Was faselt ihr denn da? Mein Name ist Angrosch. Schreibt euch in euren kurzen Bart, Meister Kurzbart. Und... Ihr seid doch ein Angrosch, nicht wahr? Ihr wisst, dass euer Gott Angrosch heißt? Was sagt ihr da, mein Gott? Mein Gott ist Chor. Herr des Kampfes und des Blutes. Ha! Nun. Was erzählt er da? Sei. Oh, Lady. Ha. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Mein Name ist Angrosch. Ihr solltet es euch besser merken. Sonst werde ich ihn euch schon einzuprägen wissen. Und jetzt wartet kurz. Hohe Lady, und damit richte ich mich an den Caballera. Meine Lady Illyrica schickt mich. Sie schuldet euch noch etwas. Und ich bin geschickt worden, um diese Schuld zu begleichen. So gehe ich denn davon aus, dass ihr mich zur Verfügung nehmen könnt. Melde mich zum Dienst. Ich hörte davon. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gefunden habt. Trotz dieser Umstände, werter Angrosch. Nun, ich erlaube euch, trotz eures Standes, mit uns hier durchaus Platz zu nehmen. Als Ausnahme und Respekt gegenüber eurer, ich sag mal, ehrwürdigen Taten, die ihr bisher verführt hattet. Ja, es wundert mich nicht, dass mein Name auch bei euch zu Gehör kam. Immerhin waren ja auch die hohen Häuser anwesend bei den ruhmreichen Schlachten in der Arena. Aber hab Dank, hohe Lady. Ich darf ich meinen Helm abnehmen? Es ist doch ein wenig warm heute. Ja, durchaus. Dem Respekt sei das durchaus. Und ich würde mich auch einmal... Ja? Ich würde mich auch einmal Angrosch vorstellen. Und zwar würde ich auf... Rugulan sagen, seid gegrüßt und ihm so auf die Schulter klopfen, also so mit der Faust. Aha. Ich bin Ayla. Ayla, was für ein wunderschöner Name, sagt Angrosch. Wohlbekommt's. Ihr sprecht die Sprache meines Volkes? Ja, ich sehe, du verstehst mich. Du sprichst sie also auch. Nun, wenn ich ehrlich bin, ich kann nur ein paar Worte, die mir einer meiner Kollegen in der Arena beigebracht hat, wisst ihr? Das erklärt einiges. Ich bin zwar ein Zwerg, aber ich bin hier in Al-Anfa aufgewachsen und deshalb beherrsche ich die Sprache des kleinen Volkes nicht so sehr. Verstehe, das lässt sich ja vielleicht ändern im Laufe. Scheint hier jeder mehr zu wissen über mein Volk als ich selbst. Meister Kurzbart, nun ihr, werte Dame, und sagt bloß noch, der Typ da hinten ist ein Zwergenbäcker. Dann raste ich hier aber komplett aus. Nein, mitnichten. Ich bin kein Zwergenbäcker. Es freut mich, euch kennenzulernen, Angrosch. Und euer Name? Man nennt mich Tristan von Schellenfuß. Tristan von Schellenfuß. Nun, Tristan, seid gegrüßt, Tristan. Schön, euch kennenzulernen. So, ganz meinerseits. Aber was soll nun, das nun, die Lady hier war gerade dabei, uns einzuweihen, warum wir uns alle hier versammelt haben, nicht wahr? Mhm. Vielleicht fahrt ihr fort, Cavallera, Cavalla. Mhm. Wir würden gerne alle mehr hören. Hab Dank, werte von Schellenfuß. Möchte jemand von euch etwas bohren bei ihm? Ja, würde natürlich, warum nicht? Ja. Gibt es vielleicht noch ein Bier? Bier, fragt die Frau. Die ist nach meinem Geschmack. Ein Bier wäre tatsächlich eine Wohltat für meine Kehle. Oder? Ist das hier nicht erlaubt? Was, Bier? Also, das kommt mir nicht ins Haus. Nur das feinste Tröpfchen. Verzeiht, natürlich. Mhm. Ich vergaß mich. Ihr wisst anscheinend gar nicht, dass es gar nicht so einfach ist, an guten Bohrenwein zu kommen. Schließlich ist er nicht überall erlaubt in Aventurien. Nun, mir sagt also, ich nehme gerne einen Schluck. Aber Hauptsache schön fruchtig. Ich würde auch gerne Wein nehmen. Also ist der
Wein so edel wie die Lady? Oh, durchaus, durchaus. Man zahlt so, sagen wir, für eine Flasche schon so seine 50 Oreal. 50 Oreal? Man wirklich. Oh ja. Dann hätte ich gerne noch einen weiteren Schluck, bitte. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne meine Probe auf Pflanzenkunde erschwert um 1 machen. Ich lasse es einfach. Ist nicht so mein Ding, glaube ich. Erschwert um 1, ja? Ja. Okay. Misserfolg, schade. Ja. Pflanzenkunde. Nö, schmeckt einfach nur gut. Die vergiftet euch gerade noch. Oh, Erfolg. Ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt noch einen Zauber sprechen soll. Ich versuch's. Die Würfel ruckeln vor sich hin. Ja. Ja, erfolgreich. Erfolg, okay. Erfolg. Also, Ayla und Tristan wissen durchaus, dass Bohrenwein aus gewissen Pflanzen gewonnen werden, die eine sehr stark betäubende, berauschende Wirkung haben. Deswegen ist Bohrenwein auch in weiten Teilen Aventuriens verboten, weil dieser Rauschzustand sehr stark ist. Und es macht durchaus auch abhängig davon. Also ist das starker Alkohol oder starke andere Rauschsachen? Naja, es ist jetzt kein Schnaps. Es ist schöner Absinth. Aber irgendwie ist da ein Stoff drin, der stark berauschend benehmen. Mhm. Einbeersaft. Also. Nun, wem darf ich einschenken? Meine Herren. Ihr habt mir bereits eingeschenkt, also. Wein ist Wein, oder nicht? Hoch die Tassen. ich finde es ja gut, dass euch der Tropfen schmeckt und so, aber ihr solltet vielleicht ein bisschen vorsichtig damit umgehen beim Trinken. Das steht hier in meinem Schlauen. Sie kramt so aus ihrem Rucksack ein Büchlein hervor, wo sie dann das googeln kann. Das ist eine Pflanze, also der Wein besteht aus einer Pflanze, der wirklich, das kann abhängig machen, Leute. Passt auf, okay? Genießt aber, passt auf. Was ist das für ein frevelhaftes Werk, in dem ihr da lest? Das ist Google, mein selbstgebautes Werk. Ein treuer Begleiter. Nun, ihr das meint, ihr habt ein Buch geschrieben, in dem ihr diesen Wein als abhängig beschreibt? Nun ja, das waren meine eigenen Erfahrungen. Das sind Geschichten, die können wir vielleicht mal an einem anderen Abend ausplaudern. Nicht so beim ersten Kennenlernen. Ich möchte ja keinen komischen Eindruck hinterlassen. Aber ja, eigene Erfahrungen von Pflanzen, die ich festgehalten habe und die ihr auch gerne mal googeln könnt. Einfach ich sage, werte Cavaliera Cavalla, zum Wohl. Hab Dank für den köstlichen Wein. Ich stoße mit an, stell den Wein danach aber auf den Tisch. Ich trinke mein Bier weiter. Ich soll bei dir. Ich null. Wo gab es denn das Bier her? Sie hat doch, gab doch gar kein Bier. Oder hast du Bier bei? Ich habe es dabei. Nachdem ich gekostet habe, ziehe ich eine kleine Flöte aus meiner Tasche und fange an, ein Lied zu spielen. Mhm. Leg los. Möchtest du... Ja, Flo, also einfach nur ein bisschen für Unterhaltung. Flo, Flöte. Nichts Besonderes zur Unterhaltung. Okay, sehr schön. Das ist eine wunderschöne Melodie. Ist sie denn wunderschön oder ist es eher so ein Trötengeblase? Nee, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also das würde ich aber schon ganz gerne wissen, wie beeindruckt ich davon bin, weil mein Zwerg ist sehr begeistert vom Gesang und der Musik. Und wenn es mir gefallen würde, würde ich vielleicht mit einstimmen. Und wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich wahrscheinlich eher die Nase rümpfen. Qualitätsstufe 3. Also ich habe darauf geprobt. Ja. Mit einer 1 dabei. Tristan Schellenfuß. So. Da kommt wohl der Name her. Ich liebe Musik, wisst ihr? Das war das Einzige, was uns damals in den Gruben
beisammen gehalten hat, wenn die Kameraden bei der Ratte am Spieß gemeinsam der vergossenen Bluttaten sangen. Ah, spielt ruhig weiter. Eine schöne Melodie. Ich stehe dabei auf und bewege mich so durch den Raum, dass meine Schellen rhythmisch zur Flöte mit klingen. Ich habe ja an meinem ganzen Gewand habe ich ungefähr 15 bis 20 kleine Glöckchen an Armen, an Füßen, an Oberkörper. Die lasse ich alle rhythmisch mitklingen. Oh. Und untermale damit. Und das erinnert mich jetzt an die eine Charizard, die man uns geschickt hatte nach der großen Schlacht in der Grube. Ich wusste gar nicht, Tristan, dass ihr so einer seid. So, ich kann ja nicht sprechen, ich flöte hier. Also, so, ihr könnt weitermachen. Ich flöte von mir. Ich sehe ihn so, finde das total amüsant, wie er sich bewegt und so grazil da und würde auch gerne mittanzen. Ja, okay. Stehe auf, aber kann es halt einfach nicht. Und macht dann wie so Mucki-Posen-Kampfbewegungen. Ich nicke ihr trotzdem ermunternd zu, von wegen, gut. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir hier zum Feiern sind. Werte Cavaliera Cavaglia, ich habe einen Brief für euch. Wollt ihr ihn euch vielleicht mal ansehen? Ja, zu gern. Oh. Hier, bitteschön. Vom Konvent. Ja, er sagte, es ist dringlich und ihr müsstet sofort erfahren, was vor sich geht. Sie steht auf, geht in eine Ecke des Raumes, öffnet den Brief. Ja, habt Dank, werte von Schellenfuß, für eure Darbietung. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Es ist ernster, als ich es gedacht habe. In Winsalt hat man mittlerweile Notiz vernommen. Lasst mich erklären. Ihr seid noch nicht lange in dieser Stadt, nicht wahr? Nein, und mein Auftrag wäre hiermit auch erledigt. Also, wenn ihr mich entschuldigen würdet und ich würde mich abwenden. Wartet einen Moment, werter Kadim. Vor etwas mehr als einer Woche kamen die Soldaten hier in meine Villa und sie sperrten mich ein. Seitdem bin ich hier wie eine Gefangene, werde ich hier behandelt. Das ist schrecklich und so langsam geht mir mein Wein aus. Das ist einfach tragisch. Aber was noch viel, viel tragischer ist, dass uns eine große Katastrophe bevorsteht. Denn just an demselben Tag, an dem ich eingesperrt wurde hier, versammelte der große Oderin hier die Soldaten auf dem Chorfeld hier vor der Stadt. Eine riesige Armee muss es gewesen sein. Ich konnte es mit eigenen Augen nicht erblicken, weil ich ja hier festgenommen wurde. Aber Habayo berichtete es mir später. Es war ein großes Heer, das er da versammelt hatte. Ich weiß nicht, wie mir das entgehen konnte. Aber irgendwie muss es mit Zauberei zu sich gehen. Ein alfanisches Heer? Ja. Und es muss eine Rede gegeben haben. Und sie versucht, soweit es ihr erzählt wurde, die Rede wiederzugeben. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Was denn, ich würde mal sagen, grob gesagt, das Oberhaupt des Imperiums zu seiner Armee sprach damals. Die Sonne ist noch nicht lange aufgegangen, aber bereits jetzt staut sich die schwüle Hitze. Seit Wochen schon sind immer mehr Verbände eingetroffen auf dem Chorfeld, sodass das Feld inzwischen so weit das Auge reicht von Bannern und Zelten gesäumt ist. Geordnet nach ihren Einheiten stehen die Frauen und Männer stramm, Schulter an Schulter, sodass der gesamte Platz schwarz von Menschen und Waffen scheint. Über der Heermacht Al-Anfas
wehen die Banner mit dem gekrönten Raben und dem schwarzen Manticore des blutigen Schlachtengotteschor. Das Schmettern der Fanfaren lässt die Kämpfer Haltung annehmen. Begleitet von einer Kriegerin im schwarzen Wappenrock lenkt Oderin Dumertuant, das ist der, so überhaupt, sein Pferd vor die versammelten Truppen und erhebt die Stimme. Soldaten Al-Anfas, viele von euch folgen mir bereits seit Jahren. Andere haben erst vor kurzem unter meinem Banner sie eingefunden. Doch uns alle eint ein gemeinsames Ziel. Al-Anfa zu dienen, das Imperium zu verteidigen, den Götterfürsten zu ehren. Jubel brandet auf, als er eine kleine Pause macht. Doch er erhebt beschwichtigend die Hand, um fortzufahren. Ihr fragt euch, warum ihr hier draußen vor der Stadt ausharren sollt. Warum ihr nicht in euren Kasernen in Port Korat, Bay oder Pinach geblieben seid. Warum ich euch auf Antworten warten lasse, obwohl ich weiß, wie drückend Ungewissheit sein kann. Ich werde es euch sagen. Wir alle haben einen Schwur geleistet. Er wendet sich um und deutet mit herrischer Geste zu der Kriegerin, die stolz und aufrecht im Sattel neben ihm sitzt. Die Frau, die ihr hier seht, ist Rhonda. In deren Adern fließt das Blut der Kemi-Königinnen. Ihre Schwester sitzt auf dem Thron zu Khefu und verkauft ihr Reich an die Ungläubigen. Horasische Kaufleute und Diebe flüstern falsche Versprechungen in ihr Ohr, reißen Land und Besitz an sich, zwingen die wahrhaft Gläubigen ins Exil. Und die Nisut schenkt ihnen Gehör. Sie verrät ihr Volk, das Kemi-Volk, ihren Thron, ihren Glauben. Sie verrät alles, was dem Götterfürsten heilig ist. Wie eine Mirham-Jonette tanzt sie nach dem Willen der Goldenen Allianz, ohne Stolz, ohne Selbstachtung und ohne Rücksicht auf die ruhmreiche Geschichte ihres Volkes. Fremde bestimmen die Geschichte Kemis und sie lässt es zu. Mehr noch, sie heißt die Invasoren willkommen, nennt sie Freunde, Verbündete, Gemahl sogar. Fremde, die andere Götter über Boron erheben, die Herrschaft des Raben leugnen. Königin Ela verrät nicht nur ihr Volk, sondern ebenso uns und ganz Meridiana. Sie verrät den Götterfürsten Boron selbst. Wutgebrüll tost auf und donnert über das Feld. Waffen werden geschüttelt, zornig und vollgerechter Empörung. Ich weiß, wie ihr fühlt, ruft Oderin, nachdem er beide Arme gehoben hat, um sich wieder Gehör zu verschaffen. Ich fühle ebenso mit mir jeder einzelne meiner Offiziere und Berater. Wir werden es nicht hinnehmen und deshalb seid ihr hier, um die verräterische Nisut und ihre falschen Freunde ins Meer zu werfen und für Borons auserwählte Königin den Thron zu erstreiten. Und er zeigt dabei mit dem Finger auf Ron. Wieder brandet Lärm auf, dieses Mal durchsetzt mit wütenden Drohungen gegen die verräterische Frevlerin. Oderin wendet sich unterdessen zur Seite und zieht Rhonda, ihr Pferd neben sich lenkend, zu sich. Seht! Tönt seine Stimme über den Platz und lässt die Soldaten sogleich wieder verstummen. Dies ist Rhonda, die die unwürdigen Nisut im Namen Borons herausfordert. Ihre Sache ist unsere Sache. Und deshalb haben wir geschworen, gemeinsam Borons Namen zu streiten, um ihre Schwester zu vertreiben und Borons Reich von Selim bis Khefu, von Altum bis Kohab reichen zu lassen. Wir werden nicht hinnehmen, dass Borons Diener sich verstecken müssen, weil es einem horasischen Federhut gefällt. Wir werden nicht dulden, dass auf Recht rechte Gläubige als Mörder verfolgt werden, weil sie für Borons Herrlichkeit einstehen. Wir werden nicht zusehen, wie die Nisut verrät, was des Raben ist. Seid ihr bei mir, Soldaten? Seid ihr bereit, für die Ehre des göttlichen Raben zu kämpfen? Für Al-Anfa! Für euer Ruhm! Die letzten Worte gehen bereits in dem ohrenbetäubenden Jubel unter, der sich nun aufbäumt. Begeistert stimmen die Soldaten ein und brüllen vor Zorn und Empörung, während Oderin
Rondas Hand ergreift und hochreicht, sodass alle Anwesenden Kemi und Al-Anfas Hand, also Al-Anfas Hand in Hand sehen. Und die Menge tobt und jubelt. Lasst mich mal das eben Gesagte für euch einordnen. Das Königreich Kahedni Kemi ist ja Teil der Goldenen Allianz und damit mit dem Horasreich verbündet. Das Königshaus mit Königin Ela an der Spitze ist sozusagen dem Horasreich treu ergeben als Bündnispartner, könnte man sagen. Mit diesem Bündnis der Goldenen Allianz zog auch eine Veränderung im Glaube in das Königreich Kahedni Kemi ein. Denn mittlerweile herrscht da zwar der Zwölf-Götter-Glaube, allerdings mit Praios als Gott der Sonne an der Spitze. Und all die Bürgerinnen und Bürger des Königreiches, die das gut finden und dem Königshaus treu ergeben sind, das sind die Loyalisten. Allerdings ist es mittlerweile so, dass die Horasier sich im Kahedni Kemi mittlerweile ein bisschen mehr wie eine Art Kolonialmacht aufführen und weniger als Verbündete. Und das stößt dem ein oder anderen bitter auf. Mittlerweile regt sich da nämlich Widerstand in dem Königreich. Und zwar gibt es da Menschen, die sich, sag ich mal, zurücksehnen zu den alten Zeiten vor der Goldenen Allianz. Das sind die, ich würde sie mal Traditionalisten nennen. Und die möchten gern die alte Ordnung so ein bisschen wiederherstellen oder wieder zurückkehren, denn damals herrschte ein anderer Glaube, nämlich der sogenannte Kemi-Ritus, dass eben Boron der höchste aller Götter sei. Und damit ähnelt dieser alte Glaube viel mehr eben dem verbreiteten Glauben im Imperium Al-Anfa. Und da diese Traditionalisten werden angeführt von der Schwester der Königin Ela, nämlich Prinzessin Rhonda. Das ist die Frau, die mit dem obersten Herrscher des Imperiums da auf diesem Chorfeld stand. Und das Imperium Al-Anfa sieht natürlich jetzt die Gunst der Stunde gekommen und möchte nicht nur diesen, sag ich mal, Bürgerkrieg oder diesen Zwist innerhalb des Königreiches verstärken, sondern auch getarnt mit einem Glaubenszug, mit einem Boronszug in das Königreich Kahedni Kemi einmarschieren und die aktuelle Königin Ela stürzen und dann mit aktuell noch Prinzessin Rhonda sozusagen eine Art Mirhamionettenregierung installieren. Der Cavaliera Cavaya, ihr sprecht davon, dass die Al-Anfana dem Horasreich quasi den Krieg erklären. Ist das, meint ihr das? Naja, es ist sozusagen indirekter Natur. Sie erklären dem Kemi-Reich den Krieg und da sie Verbündete sind in der Goldenen Allianz, ist das Horasreich nun zum Handeln gezwungen. Doch leider, hat das Imperium es geschafft, lange Zeit von diesem Vorhaben, einen Mantel des Schweigens darüber auszubreiten. Ganz nach Borons Wille offensichtlich. Und vielleicht auch meiner Verzauberung, die mir widerfahren ist, wer weiß. Jedenfalls müssen wir jetzt handeln und deswegen habe ich euch alle zu mir rufen lassen. Ich brauche eure Hilfe. Werden wir ins Horasreich zurückreisen und dort Hilfe holen, oder was ist euer Plan? Ich kann euch nicht einfach so zurückschicken. Ich muss Winzalt beweisen, dass ich nicht unachtsam und nicht einfach nur zugeschaut habe, während all das vor den Stadtmauern passierte. Hohe Lady, was ihr da erzählt, das ist eine Kriegskunst, die lange Vorbereitungszeit benötigt. Wie kann es sein, dass niemand im Horasreich davon mitbekommen hat? Ich meine, ihr habt doch eure Spione, eure Agenten und ihr selbst seid doch auch am Hofe. Wie konnte es passieren, dass diese Vorbereitungen für ein so großes Unterfangen nicht bekannt geworden sind?
Ich habe Gedächtnislücken. Gedächtnislücken? Seit einer Weile schon. Seit wann trinkt ihr diesen Boronwein? Hütet eure Zunge, Meister Kurzbart. Ihr sprecht mit einer hohen Lady. Ja, noch nicht zu lang. Ihr spracht von einer Verzauberung, die euch widerfahren ist. So muss es sein. Nun auch in Speisen und Getränken. Ihr schließt eure Gedächtnislücken darauf hin? Mag sein. Ich meine, ihr habt selbst probiert. Wie ist es mit eurem Gedächtnis? Also, Lady Cavaliera, Cavalieri, mit dem Namensgedächtnis, das ist meine Stärke, aber mit den anderen, ich kann mir auch schlecht Sachen merken, also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich möchte nur, dass Sie sich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen oder so. Und Ayla versucht jetzt gerade so eine irgendwie super, um einen guten Eindruck in der Gruppe zu machen, um so eine super wichtige Frage jetzt zu stellen. Aber sie merkt, sie hat schon die Hälfte wieder vergessen von dem, was sie erzählt hat durch das Bier. Und sagt dann nur so, ich bin gut in der Kriegskunst und ich werde Ihnen helfen. Ich bin dabei, was immer kommen mag. Auf mich können Sie zählen. Hab Dank. Ich wusste es. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Nun, was Nun das heißt, ist... ihr wollt uns in den Krieg schicken. Ja, ja. Ich bin kein Kämpfer an vorderster Front. Ich möchte euch gerne als Agenten anwerben, sozusagen. Agenten? Für die gute Sache. Für die gute Sache ist es. Es ist für unsere Heimat, für unser Aber was Reich. Sollen wir Und denn was erreichen? Soll unser Auftrag was können sein? Wir gegen eine Armee unternehmen? Ja, ihr könnt sicherlich nicht den Krieg aufhalten, aber ihr könnt die einzelne strategische Aktionen sabotieren, wenn ihr euch einschleicht in die Armee. Ihr könnt auch horasische Freunde und Helfer retten vor dem sicheren Tod. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, wenn sie angreifen mit einer riesigen Streitmacht, sie werden wahrscheinlich jeden töten, der auch nur den Anschein eines Kompagnons des Horasreiches macht. Ihr müsst dem zuvorkommen, ihr müsst die Menschen helfen, retten und dabei dafür Sorge tragen, dass wir eine Gegenoffensive starten können. Ich brauche euch in diesen Diese Krieg. Verdammten Rabendiener. Nach all dem, was wir erdulden mussten in den Gruben, nach all dem, was wir für sie getan haben, haben sie mir den Rücken gekehrt. Und da es sowieso in der Gunst meiner hohen Lady steht, dass ich euch helfe, Lady Cavaliera, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dieses Vorhaben glücken zu lassen. Sabotage hinter den Linien. Das klingt nach einer Menge Spaß. Findet ihr nicht auch? Diesen Rabendienern eins auszuwischen und einfach nur zu verhindern, dass ihnen das gelingt, was sie vorhaben. Ihr wisst ja nicht, wie sie mit dem einfachen Volk umgehen, wenn es ihnen gelingt, diesen Bürgerkrieg anzuzetteln. Sie werden ein Gemetzel unter den einzelnen und einfachen Bewohnern anrichten. Sie ehren das Leben nicht besonders hoch. Ich bin dabei. Werte Angroscho, ich verspreche euch auch, wenn ihr diesem Unterfangen zurückkehrt. Ich verspreche euch eure Freiheit. Meine Freiheit? Ja, der große Prios, sei mein Zeuge. Ich verspreche euch hiermit eure Freiheit, wenn ihr meinem Vorhaben dient und mir diesen wohl wichtigsten Gefallen aller Gefallen die Ehre erweist. Demnach seid ihr ein Sklave, Meister Angroscho? Nun, da ist das Versprechen auf Freiheit eine große Sache. Ihr wisst nicht, was es mir bedeuten würde, endlich in die Heimat zu reisen, mein Volk kennenzulernen. Mein eigenes Volk, ich kenne es so gut wie gar nicht. Hohe Lady,
Ich werde mein Leben aufs Spiel setzen, um für eure Sache zu streiten und so die Freiheit am Ende der Lohn sein soll. So habt ihr einen treuen Diener heute an eure Seite geholt. Oh, und sei es auch nur, um diesen verdammten Rahmendienern die Hölle heiß zu machen. Wann soll's losgehen? Wohin soll es gehen? So früh wie möglich. Was ist mit euch, Werte von Schellenfuß? Ihr habt gewisse Interessen an mich herantragen lassen, über meine Diener. Ihr wollt Informationen, nicht wahr? Es geht mir weniger um Informationen als darum, gewisse Dinge im Krieg zu erledigen. Ich glaube, der Krieg ist der richtige Ort für mich. Und ihr bietet es mir an. Doch sind wir dann genauso im Ziel aller gegnerischen Kämpfer und Spione und sind im gleichen Maße diese Personen, die wir zu retten suchen, vor Gefahren, nämlich Spione oder Unterstützer eurer Sache. Wir sind selbst im Kreuzfeuer der Feinde. Aber nun gut. Ich denke, ihr könnt mir damit einen Dienst erweisen, auch wenn ich ihn letzten Endes mir selbst erweisen muss. Ich bin dabei. Das freut mich sehr zu hören. Ich weiß, ich verlange sehr viel von euch. Ihr seid... Ihr wirkt wahrscheinlich... Nach außen werdet ihr wie normale Soldaten wirken. Doch im tiefsten Inneren eures Herzens seid ihr strahlende Helden auf einer Mission, um Unschuldige zu retten. Und das ist eure Chance, etwas Großes zu verbringen. Werte Eila, auch ihr habt ihr nicht auch Großes vor? So wie Mich würde interessieren, ob wir da, werden wir da ein bisschen rumkommen? Also ein bisschen was zu sehen bekommen? So, wo müssen wir für sie kämpfen? Also nur hier oder auch weiter weg und die Umgebung und so? Ja? Ich vermute mal, es wird gen Süden gehen. In das Chemireich oder in die Regionen der dampfenden Dschungel. Ich weiß nicht, aber... Das klingt gut für mich. Das klingt gut. Wart ihr schon mal im Dschungel? Oh. Ich sage euch, die letzte Arena, in der ich gekämpft habe, die war nicht weit davon entfernt. Und der Dschungel ist ein scheußlich warmer, nasser Ort, an dem überall wilde Tiere einen versuchen, nachts den der Dschungel. Um Gottes Willen. Ach, machen Sie sich mal keine Gedanken um die Tiere da. Die Schlangen, ich sage euch, ich habe eine Schlange gesehen, die war dicker als mein Arm. Eines Nachts hat sie versucht, eine Kuh davon zu schleifen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, eine Kuh. Oh, wie heißt die nochmal, diese Art von Schlange? Ich weiß es doch nicht. Gehört. Was interessiert mich, wie diese Teufelsbestie heißt? Oh, die muss ich zu sehen bekommen. Ihr seid eine komische Person. Und ich, zum Dank für eure Dienstleistung, werte Eila, würde ich noch euch auch die Information verschaffen, weswegen ihr hier seid, nicht wahr? Ihr sucht nach einer gewissen Ordensburg. Ja. Da bin ich richtig informiert, nicht wahr? Ich habe Informationen. Ich weiß, wo sich diese Burg befindet. Und solltet ihr zurückkehren von dieser Mission und erfolgreich sein, dann bin ich bereit, diese Informationen mit euch zu teilen. Danke. Ich werde alles geben. Ich werde kämpfen vom tiefsten Herzen heraus mit allem, was ich habe, mit all meinen Mitteln, mit... Sie können sich auf mich verlassen. Das erfreut mein Herz. Vielen Dank. Nun gibt es noch einen hier im Bunde. Werter Kadim, kann ich auf euch zählen? Nun... Es gibt nichts, wohin ich zurückkehren könnte. Und ich suche meinen Platz in der Welt. Vielleicht ist es das, was mir einen Sinn verleihen würde. Und der Kampf für die Freiheit, werter Angrosho, ist ein ehrenwertes Ziel. Ich
könnte mich dem auch gerne verschreiben. Das ist... Nun, einen Krieg zu verhindern, ist eine wirklich große Sache. Aber warum nicht? Ihr würdet sehr viele Leben retten. Es ist immer besser, den kampflosen Weg zu wählen, anstatt großes Leid zu verursachen. Ich werde das tun. Ich werde mich euch anschließen und versuchen, das Kemi-Reich vor dem Alanfanischen Reich zu retten. So sei es. Und sie reicht die Hand in die Mitte, so lasst uns es besiegeln, unsere Abmachung. Oh gut. Wie reicht das die Hände? Für das liebliche Feld. Im Namen des echten Götterfürsten. Für die Freiheit. Für ein Kalabeth. Für Gondor! Und damit beenden wir diese Folge. Wow. Eine ereignisreiche Folge. Und sie ist noch ein ganz kleines Stück haben wir noch, denn wir haben noch ein Gewinnspiel am Ende dieser Episode. Florian, ich wende mein Wort an dich, denn du hast in das Gasthaus diese CDs mitgebracht. Das sind ja. Hörspiele, nicht wahr? Oder was hat es genau mit diesen CDs auf sich? Das sind quasi geschenkte Gaben. Das ist eine freundliche Spende von den Holysoft Studios aus Aschaffenburg, wo ich die Ehre hatte, letztes Jahr ein bisschen zu sprechen. Und das ist ihre erfolgreiche Serie Die letzten Helden. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es aktuell gibt, jedenfalls sehr viele. Und ihr könnt bei uns das erste CD-Pack gewinnen. Das sind quasi zwei CDs drin. Der Einstieg in die Hörspielserie. Und dafür müsst ihr was tun, Heiko? Ja, ich finde, ihr könntet uns doch vielleicht Fotos einschicken, wie ihr jubelt, euch feiert, euch freut oder auf welche Art und immer ihr Freude ausdrückt, dass nun endlich die Staffel 3 startet und losgeht. Und wir suchen uns unter allen Einsendungen die drei unterhaltsamsten, lustigsten, kreativsten Einsendungen aus. Und diese drei erhalten dann jeweils eine Doppel-CD. Cool. Ja. Cool. Alle Infos zu dem Gewinnspiel findet ihr auch in der Gewinnspielbedingungen unter diesem Video. Die müsst ihr natürlich akzeptieren, wenn ihr teilnehmen wollt an diesem Gewinnspiel. Die Gewinner, wer gewonnen hat, das erfahrt ihr dann in Episode 5. Sehr schön. Bis wann läuft denn das Gewinnspiel? Ja, eben bis Episode 5, muss ich jetzt nachgucken. steht in der Gewinnspielbeschreibung. Okay. Oh, eine Sache gibt es natürlich noch, das haben wir auch letzte Folge vergessen, es gibt doch Abenteuerpunkte. Oh. Wir haben noch nicht viel geleistet, wa? Nee, ja, ich war schon gut. Stimmt. Du darfst raufen skillen. Ich würde sagen... Ich habe schon 3 Kills. Genau, ich würde sagen, ihr habt alle erfolgreich zur Cavaliera Cavaria gefunden. Dafür gibt es jeweils 2 Abenteuerpunkte. Und jetzt habt ihr alle gemeinsam diesen Schwur geleistet, um gemeinsame Sache als Agenten zu machen. Da gibt es nochmal 2 Abenteuerpunkte. Ihr habt jetzt alle 4 Abenteuerpunkte bekommen. Sehr schön. Juhu. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge. Ich wünsche euch einen schönen Abend da draußen. Lasst doch gerne mal einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum DSA-Dienstag. Tschüss. 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 Lady Caviar, nee. Oh, Lady Caviar. Schon Hunger. das Bier macht etwas hungrig. Ja, okay. Östliches Aussehen. Und Dresden oder Leipzig? Ach so. Oh. Ja. Guck mal, Gordo, was ist denn das da hinten an der Mauer? Wer meint ja? Die 3 Leute da drüben, die gerade versuchen reinzuklettern? Ach, nein, die doch nicht. Klettern da wirklich gerade 3 Leute über eine Mauer?